Noch eine Wache. Also du triffst eine Person. Ich bin der neue Mad Dog. Legen wir mal wieder los. Ihr befindet euch also gerade in dem Auto. Noch kurz bevor die anderen Wachen euch einholen konnten, wart ihr bereits über alle Berge. In einer etwas abgelegenen, ruhigen Straße haltet ihr kurz an und steigt aus dem Wagen aus. Um euch herum sind mehrere zerfallene Häuser. Der Boss spricht euch an. Sie werden uns suchen. Wir können nur überleben, wenn wir kämpfen oder wenn wir fliehen. Mein Schicksal steht fest. Wie sieht's bei euch aus? Ich wäre sehr... Warte. Da das Adrenalin nun ausläuft, würde ich wohl bemerken, dass ich immer noch am Bluten bin von dem einem Schuss oder mehreren Schüssen, ich weiß es nicht. Und deshalb, bevor wir irgendwie mal selbst verarzten, bevor ich noch hier verblute. Dir fällt es tatsächlich schon ein bisschen schwieriger. Also du hast ziemlich viel Blut verloren. Du wirst leicht ohnmächtig. Oh. Gut, dass du daran erinnert hast. Wenn meine Psyche auf Null gefallen und ich verrückt geworden bin, resettet sich das danach oder bleibe ich weiterhin instabil? Jedes Mal, wenn jetzt irgendeine belastende Situation passiert, wirst du direkt wieder durchdrehen. Okay, dann weine ich. Ja. Hat irgendjemand von euch Verbandszeug oder so dabei oder Stoff zumindest? Ich bin jetzt ohnmächtig. Ja. Gregor? Ich weine. Ach. Mein Gott. Der Boss schaut mal schnell in seinen Sachen nach. Es dauert aber ein Momentchen. Ich fahre ja das Auto, ich kann den ja nicht jetzt verarzten. Nee, ihr habt ja angehalten an der ruhigeren Straße. Genau. Lass mich kurz schauen. Ja, tatsächlich findet er mehrere Klamottenstücke in seinen Taschen, die man als Bandage benutzen kann. Ja, kann er das doch mal machen, der Boss. Ich bin der Boss. Ich habe extra mehrere Klamottenstücke mitgenommen, damit wir jemanden zur Not verarzten können. So kennt man mich halt, aber ich würde sagen, jeder muss sich selbst beweisen. Ludwig, beweist du dich doch mal im Verarzten. Ich? Im Verarzten? Ich bin Landwirt und kein Arzt. Ja, und Gregor ist Kämpfer und keine Heulsuse und trotzdem heult er gerade rum. Also mach einfach mal. Ich kann es versuchen, aber ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Ja, gib einfach mal dein Bestes. Wir glauben an dich. Ich glaube nicht an dich, aber ich habe keine Meinung, weil ich gerade ohnmächtig bin. Ja, let's go. Okay, also würfel mal auf Handeln. Moment. Und wenn du einen Bonus hast, hau ihn drauf. Ja, gut. Meine Boni sind jetzt nicht so auf ärztlicher Basis. Es sei denn, Trommeln bringt mir was. Nee, ich darf nicht. Okay, dann würfel ich mal. Also mein Handeln ist 10. Mhm. Eigentlich 50-50. 2. Oh. Ja, direkt verarztet. Du hattest wirklich keine Probleme. Du nimmst einfach diese Klamottenstücke vom Boss, wickelst sie um die Wunde herum und die Blutung hört direkt auf. Problem nur an der Sache, Laszlo ist immer noch ohnmächtig. Und er kommt aktuell jetzt auch erstmal nicht zu Bewusstsein. Kann ich das auch? Oder ich bin ja der Einzige, der eigentlich gerade was machen kann, oder? Der Boss steht auch noch neben dir. Der hat zugeschaut, ja, okay. Und was sagt er? Er zeigt Respekt, also... Du hast dich bewiesen in seinen Augen. Mhm. Ich will mir einmal so durch die Haare fahren, so. Und dann möchte ich mich gerne mal in dem Auto umgucken, was da so ist. Ja, wir hatten ja, das letzte Mal hatte ich ja gesagt, dass es keine CD keine Kassette im Kassettenplayer drin ist. Als du aber in ein Beifahrerfach reinschaust, siehst du eine Kassette. Geil. Ja, die lege ich auf. Okay, es ist improvisatorische Rap-Musik. Ich mach trotzdem ein bisschen lauter. Kenne ich den Rapper? Ich komme hier aus Mainz. Nee, tatsächlich ist es scheinbar einfach nur irgendein Typ, der mal einen Song aufgenommen hat und den auf Kassette gebracht hat. Warum hören die noch Kassetten? Oder ist das ganze Leben mehr gibt? Der Hauptteil der Technik ist halt während der Klimakatastrophe kaputt gegangen. Aber Kassetten das heißt, nicht.
Das heißt, man hat sich einfach das geschnappt, was noch irgendwie funktioniert hat. Und okay. Ja. Ja, dann keine Ahnung, was ist noch so im Auto? Das hat ja einen Kofferraum wahrscheinlich, oder nicht? Das hat auch einen Kofferraum, ja. Nee, den würde ich mir gerne mal anschauen. Da ist tatsächlich nichts drin. Nix? Nichts. Könnt ihr mich reinpacken? Ich hätte gerne irgendwie so ein bisschen Wasser oder so halt. Aber keiner von uns hat Wasser dabei, oder? Also ich nicht. Boss, hast du Wasser dabei? Selbst der Boss hat kein Wasser dabei. Es tut mir leid. Hast du eine Idee, wie wir den einen wieder aufwachen können? Aufwecken können? Soll ich ihm ein paar Respektscheine verpassen? Ich glaube, das wäre nicht die beste Lösung. Sollten wir nicht erstmal Unterschlupf suchen oder so? Nee. Damit kommen wir zurück auf das, was ich gesagt habe. Gut, Gregor, so kennt man dich. Es geht darum, wir haben jetzt zwei Varianten. Entweder wir fliehen von hier, weil die Wachmänner werden uns erkennen, oder wir kämpfen gegen sie. Ich werde kämpfen. Die Frage ist, auf welcher Seite ihr seid. Seid ihr die Kämpfer? Seid ihr ein Boss? Oder seid ihr... Moment. Tot. Ich würde sagen, wir sind eher der zurückziehende Boss. Also ich bin für Wegrennen. Wie sieht's mit dir aus, Laszlo? Ja, ich bin auch für Wegrennen. Alle. Ich bin leider immer noch ohnmächtig. Deswegen spreche ich auch für dich. Ah. Ja, für was ist Gregor? Weint Gregor noch? Na ja, okay. Ich habe versucht, meinen Mut zu sammeln, eine Entscheidung zu treffen, aber es hat einfach nicht geklappt. Wäre es nicht sinnvoller, bevor wir kämpfen, dass wir erstmal unsere Kranken und Weinenden verarzten? Wir können noch einmal zum Rebellenstützpunkt gehen und dort können wir jeden verarzten. Ja, warum machen wir das? Wir brauchen sowieso die Unterstützung von den Rebellen. Ja, dann los. Ja, dann los. Sitzt jeder im Auto eigentlich bei uns noch oder sind wir jetzt draußen? Nee, wir stehen alle außerhalb. Ja, dann steige ich ins Auto direkt. Okay. Liegt Laszlo auch draußen oder sitzt er im Auto? Laszlo liegt draußen. Oh, Junge. Dann soll der Boss ihn reintun. Ja, Gregor, hau ihn mal rein. In den Kofferraum am besten. Okay. Der Boss verfachte ihn in den Kofferraum. Steigt währenddessen auf die Beifahrrad. In die Beifahrertür ein. So. Okay, ja, du verfrachtest ihn. Steigst dann wahrscheinlich auch ein, oder? Ja. Dann warte ich, bis Gregor eingestiegen ist. Bis er sich angeschnallt hat. Dann fahr ich los. Okay, während ihr gerade in Richtung Rebellenstützpunkt fahrt, redet der Boss mit euch. Eine Sache müsst ihr von mir wissen. Unser Plan war es nicht, wegen den Medikamenten einzubrechen, sondern wegen Lage und Waffenplänen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich bin auch nicht der Boss, weil ich der Boss bin. Ich bin der Boss, weil ich der Anführer der Rebellen bin. Und Gregor ist nicht einfach nur eine heulende Memme, sondern der Stellvertreter der Rebellen. Lang leben die Rebellen! Die Tatsache, dass wir ein Auto stehen konnten, wird uns natürlich zusätzlich zu den Plänen einen enormen Vorteil gegenüber unserem Feind bringen. Und dass wir nebenbei noch die anderen zu Schrott fahren konnten. Absichtlich. Doch, lasst uns jetzt erstmal zum Lager fahren, bevor unsere Verfolger uns finden. Und dann legen wir los mit unserem Plan. Und was mit Laszlo? Kennt ihr Laszlo auch, oder? Zumindest war er bei den Rebellen vorher nicht bekannt. Also ich kenne ihn nur als den bewusstlosen Typen in unserem Kofferraum. Gut zu wissen. Na, fahren wir mal weiter. Ihr kommt mit eurem neu gewonnenen Fahrzeug an dem Rebellenlager an und werdet direkt Gebühren empfangen. Doch nach dem Applaus für euch war eine starke Anspannung zu spüren. Der Boss stellte sich auf eine der Wagen, um eine Ansprache zu halten. Ich würde gerne so einen Drift hinlegen. Im Lager. Okay. Och nein. nicht so ein Drift... Genau, an den Leuten vorbei, sondern nur so ein... Weißt du? So ein kleinen. So ein Donut. Ja, so einen halben Donut halt. Okay, also wenn du einen Drift hinlegen möchtest, dann würfel mal. Ja, okay. Würfel mal auf Handeln.
Ja. Ich habe aber Auto, ich habe Fahrzeuge gefahren. Du bekommst so. Fahrzeuge fahren als Bonus, ja. Okay, also 11. E-Scooter fahren bekommst du als Bonus. Okay, 11, komm. 12. Boah, Junge. Ja, also du versuchst so einen krassen Drift zu machen, aber wirklich viel passiert nicht. Das Einzige, was passiert, ist, dass Lasso sich nochmal den Kopf anhaut im Kofferraum, weil du so stark gebremst hast. Ja, okay, aber das ist ja nicht schlimm. Autsch. So, ja. Genau. Der Boss stellt sich auf den Wagen, um eine Ansprache zu halten. Heute wären wir beinahe gestorben, um an die Pläne zu kommen. Doch wir konnten noch viel mehr erbeuten. Er zeigt auf das eine Auto, das wir hier erbeutet haben. Jahrelang wurden wir jetzt schon unterdrückt. Es wird Zeit, uns zu holen, was uns rechtmäßig zusteht. Wir werden die Clans überrollen und eine neue Ordnung etablieren. Eine bessere Ordnung. Wollt ihr das? Die Menge brüllt einfach einheitlich. Ja! Ja! Bei Anbruch der Nacht werden wir angreifen. Ihr zieht euch nochmal mit dem Boss zurück, um den Plan etwas genauer zu besprechen. Bin ich immer noch am ohnmächtig sein? Du bist immer noch im Kofferraum, ja. Und ich kann nicht ihn rausholen aus dem Kofferraum. Du kannst ihn gerne rausholen, ja. Haben wir so eine Station für Verwundete? Genau, es gibt ja mehrere Betten, da wo auch Ludwig damals aufgewacht ist und die Respektschellen bekommen hat. Da kann er hingelegt werden und die anderen okay. Rebellen kümmern sich dann um ihn. Okay. Genau. Können wir uns auch noch kurz verarzten lassen oder gehen wir direkt zur Besprechung weiter? Ihr beide geht dann direkt zur Besprechung okay. weiter. Genau. Also, der Boss spricht nochmal zu euch. Ich weiß, ihr beide werdet jetzt nicht begeistert davon sein, doch ich brauche euch als Bodentruppen an meiner Seite. Das Auto habe ich bereits den Rebellen zugewiesen. Ich denke, die Clans werden noch ein Ass gegen uns im Ärmel haben und genau dafür brauche ich Leute wie euch. Wie? Wie uns? Wie mich? Leute wie Laszlo, die einfach alles geben, sogar verbluten für den Widerstand, für die Rebellen. Und Big D. Und Big D, der und Big D. Ist. Solche Leute brauchen wir. Oder Leute wie Mad Dog. Der Boss fängt jetzt auch an zu weinen. Ich umarme den Boss. Und tatschle ihn auf dem Rücken. Oh Gott. Das gibt Kraft. Wir werden ihn rächen. Er wird sehr glücklich. Also, er weint zwar noch, aber man kann ein kleines Lächeln in seinem Gesicht erkennen. Okay. Es wird langsam Nacht. Laszlo wacht wieder auf. Er ist quasi von den Toten wieder auferstanden. Können wir uns dann auch nochmal verarzten lassen? Ihr könnt euch gerne auch nochmal verarzten lassen. Ihr könnt auch gerne nochmal irgendwas anderes in der Lagerhalle machen. Ich glaube, wirklich viel Damage gekriegt habe ich noch nicht. Wie sieht es mit meinen Lebensbalken jetzt aus, nachdem ich verarztet wurde? Dadurch, dass du trotzdem die ganze Zeit verblutet bist, wie viele Leben hast du? Wie viele? 30. Also 45. Also 45. Ja, du verlierst mal so 7 Lebenspunkte. Also von den 30 oder von den 45? Du hast normalerweise 45 und jetzt ja. bist du auf 30. Das ja. ist von den 30 ab. Okay. Ja, genau. Ja, also du wurdest verarztet, aber du hast halt einen Haufen Blut verloren. Deshalb, die haben jetzt auch keine krasse Klinik oder so aus der Seite ja ausgebrochen. Ja. Okay. Ja, wir können also, noch was machen, hast du gesagt, ne? Ihr macht jetzt noch mal was und dann geht es direkt los. Ja, also lass du mir erstmal deinen Revolver polieren mit einem schönen Stoff, das ist eigentlich alles. Ja, ich würde mich so ein bisschen umgucken, was da so gibt. So ein paar Schränke oder Truhen. Ja, also wie gesagt, es gibt einen Haufen Feldbetten. Ein Haufen Rebellen huschen von der einen Seite zur anderen. Die Anspannung ist wirklich zu spüren. Du siehst ein paar Truhen, ein paar Schränke. Von manchen weißt du, dass da improvisierte Waffen drin sind, weil richtig krasse Waffen haben die Rebellen einfach nicht. Mhm. Außer die ihr jetzt noch mitgenommen habt. Genau, das ist so das, was du auf den ersten Blick siehst. Das heißt, meine zwei Gewehre, die ich dabei habe, sind eigentlich schon geiler als alles andere, was ich da finden werde. Ja. Gibt's was zum Essen? Ihr könnt euch da ein bisschen was zu essen holen, aber
es gibt in dieser Welt einfach nicht so viel zu essen. Das heißt, es ist auch so ein kleines Stückchen Karotte oder Kartoffel. Ja, dann esse ich so ein kleines Stückchen einfach mal. Okay, alles klar. Du hast bisher keine Lebenspunkte verloren, oder? Doch, 5. Ah, dann bekommst du mal 2 dazu. Geil. Gut, wie stehst du um die anderen? Wollt ihr noch irgendetwas machen? Also ich würde mir auch mal ein bisschen was zur Verpflegung holen. Mhm. Und nachdem ich mich so ein bisschen gestärkt hat, auch wenn ich durch eine Windschutzscheibe geflogen bin, wahrscheinlich so ziemlich meine Rippen alle weggeprellt sind, gehe ich nochmal in mein Zimmer, also in meine Räumlichkeiten, hänge meinen Boxsack auf und bereite mich darauf vor, mich an den Rebellen zu rächen, die Mad Dog und Big D von uns genommen haben. Nicht an den Rebellen, an den Clans natürlich. Okay. Stell mir deren Gesichter vor und schlag die brutal zusammen. Das gibt dir nochmal so ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Stärke, deshalb bekommst du nochmal 2 Psyche dazu. Wupp, wupp. Kriege ich auch Leben dafür, dass ich was esse, oder? Genau, du bekommst auch 2 Leben dazu. Ja, ich will mich auch verpflegen und wie gesagt in Einsamkeit meinen Revolver polieren. Alles klar. Du bekommst auch 2 Leben dazu und hast einen wunderbar polierten Revolver in der Hand. Welchen Revolver willst du polieren? Hey, meinen. Ah, gut. Oh. Gut. Okay. Dann geht es weiter. Später in der Nacht. Ihr befindet euch mitten auf einem riesigen Schlachtfeld. Hunderte Rebellen kämpfen an der Seite von Bürgern gegen die Clans. Überall fallen Schüsse, überall sterben Leute und überall sind Explosionen. Keiner von euch hat den Überblick, was hier passiert. Plötzlich packt euch einer von hinten an. Der Boss spricht euch an. Ihr müsst auf das Dach von diesem Gebäude! Er zeigt auf ein zerfallenes, etwas größeres und altes Wohnhaus. Dort oben ist jemand mit Sprengstoff. Wenn wir nicht aufhalten, werden sie uns alle wegsprengen. Ah, machen wir. Hey. That escalated quickly. Haben wir Kletterausrüstung? Wie sollen wir da hochkommen? Ihr habt keine Kletterausrüstung. Ja, wie sollen wir da hochkommen, Boss? So wie man in ein normales Gebäude reinkommt. Durch die Tür, die Treppe hoch, let's go. Aber es sind noch Leute. Wir werden alle sterben, wenn wir da reingehen. Boss. Okay, Leute. Hört auf, rumzuweinen wie ich, ja? Wir müssen jetzt uns beweisen. Wir müssen jetzt hoch auf dieses Haus. Und wir machen den jetzt fertig. Und wenn wir über Leichen gehen, denkt doch mal an Mad Dog. Was Mad Dog für uns geopfert hat. Okay, hört nicht Gregor. Nicht zulassen, dass der verrückte Typ, der mit Sprengstoff alles kaputt macht. Ich drücke ihn mit einer Hand so ein bisschen nach vorne, dass er... Ja, ich gehe gerne vor. Läuft. Ja. Mit meiner Pistole im Anschlag. Ja, mit dem Revolveranschlag folge ich. Ich nehme halt eins von den 2 Gewehren, die ich immer dabei habe und renne hinterher. Als ihr in Richtung des Gebäudes lauft, stellen sich euch 3 bewaffnete Clan-Mitglieder in den Weg. Doch direkt als ihr mit den Clan-Mitgliedern fertig geworden seid, fährt ein größerer Geländewagen auf euch zu. Ihr müsst auf Ausweichen würfeln, um den Wagen nicht von dem Wagen getroffen zu werden. Oh nee, das können wir auch versuchen, den Fahrer des Wagens zu erschießen? Könnt ihr auch gern versuchen. Ja, okay, dann halten wir zu dritt halt drauf. Ja, würde ich auch sagen. Okay. In die Initiative Reihenfolge oder egal? Das ist tatsächlich egal. Also ihr habt alle 3 die erste Initiative. Genau, einfach alle auf Fernkampf würfeln. Und gerne Boni benutzen. Aber am besten vorher sagen, was ihr für einen Wert habt und dann, was ihr geworfen habt. Fernkampf, Würfel ist 8. Dann würde ich nochmal fokussieren 5 mitnehmen, wenn es okay ist. Und das sind 13. Ich muss meinen Generator einstellen. Also ich habe 3. Ich habe 3. Ich habe 7 und eine 19 gewürfelt. Ich habe 10 und würfel jetzt eine 8. Okay, also ihr schafft es, den Fahrer zu treffen und er verliert einfach die Kontrolle von dem Fahrzeug, fährt knapp an euch vorbei, aber er fährt weiter. Es ist nicht so, dass er anhält und stark genug getroffen wurde, ja, als er bewusst wird. Und 3 gewürfelt. Okay. Ihr kommt also an dem Gebäude an. Von dort oben schießt gerade einer der Wachen mit einer Panzerfaust auf ein anderes Gebäude. Ja, gehen wir vor. Wollt doch. Es geht. Warte, sind wir im Gebäude? Ja, perfekt.
Es gibt keine Tür. Ihr steht vor dem Gebäude und es gibt keine Tür bei diesem Gebäude. Was heißt, es gibt keine Tür? Ach so. Der Türrahmen ist da, aber okay. Die Tür an sich existiert nicht mehr. Schade, ich hätte die Tür gerne eingetreten. wie hoch ist das Gebäude? Also wie weit ist der auf dem Dach weg? Das ist ein dreistöckiges Gebäude. Okay. Könnten wir den auch einfach von hier schießen? Ihr seht ihn zu schlecht von der Position aus. Okay. Also er steht irgendwo mitten auf dem Gebäude, sodass er natürlich noch eine gute Sicht hat, aber so, dass ihr ihn nicht sehen könnt. Dann laufe ich neben den Türrahmen, also so an die Wand daneben, drücke mich da so dran und würde gerne einmal so in den Türrahmen rein ins Gebäude luchsen. Okay, alles klar. Machst du? Du siehst eine zerfallene Treppe, die nach oben geht. Also das ist direkt das Treppenhaus dort. Du siehst noch einen Raum, also auch wieder einfach einen Türrahmen ohne Tür in Richtung eines anderen Raums, aber du siehst keine Person. Okay, sehe ich irgendwie was wie Fallen oder so aussehen könnte? Tretminen oder sowas? Du erkennst nichts, ne. Okay, dann rufe ich die anderen zu mir. Ich würde gerne gucken, wie zerfallen die Treppe ist. Oder okay. Wie sicher die Treppe ist. Wie möchtest du es machen? Also möchtest einfach, nur auf die Treppe schauen und gucken, wie stabil sieht die aus. Würfel mal auf Intuition. Auf Intuition. Kann ich fokussieren mitnehmen als Bonus? Würde ich nicht sagen, nee. Wo ist Intuition? 9, ne? Ja, hier. Steht denn das? Ja. Gute. Intuition 9. 19. Ja, also du erkennst einfach das als eine Treppe an. Du weißt jetzt nicht, ob das direkt zusammenfallen könnte oder ob das die stabilste Treppe ist, die du jemals gesehen hast. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach ran, oder? Ich würde sagen, Ludwig geht vor, er ist der leichteste. Ja. Achso, ja. Geht vor. Und wir geben die Rückendeckung. Wollen wir vielleicht einen anderen Raum noch erkunden? Oder ist es zu riskant? Wir müssen den Mann mit der Panzerfaust aufhalten. Er bringt unsere Leute um. Ja, aber vielleicht sind im anderen Raum noch andere drei Leute, die wir umbringen können. Stell dir das mal vor. Ich fange schon mal an, war vorsichtig halt. Okay. Ich gebe Rückendeckung, so möglichst Rücken an Rücken und so schauen, ob da irgendwo Leute sind in dem Raum und so. Rücken an Rücken die Treppe hochlaufen. Waffe im Anschlag. Okay, also Ludwig, du läufst Schritt für Schritt diese Treppe hoch und eine der Stufen gibt auf einmal nach. Ich möchte mal, dass du auf Initiative würfelst, ob du darauf reagieren kannst. Ja, klar. Du bekommst einen Bonus von 4, dadurch, dass du extra vorsichtig diese Treppen hochläufst. Also habe ich 12, oder? Ja. Würfeln. 19. Okay, also ihr seid schon mehrere Stufen hochgegangen und du fällst einfach, die Stufe bricht ab und du fällst den gesamten Weg wieder nach unten. Ein paar andere Stufen fallen noch auf dich drauf. Du bekommst 10 Schaden. 10? Ja. Und eine der Stufen landet auf deinem Bein. Du hast starke Schmerzen. Das ist ja nur so ein Holzbrett, oder? Es sind Steinstufen. Oh Gott. Steinstufen. Es sind Steinstufen. Einfach so ab. Wie gesagt, es ist ein sehr altes, zerfallenes Gebäude. Wie ist der Typ auf das fucking Dach gekommen mit einer Panzerfaust? Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Vielleicht haben wir Helis. Sind die Treppen komplett weggefallen oder nur Teile der Treppen vor uns? Also ist es so, dass jetzt so ein Kluft ist, über die man nicht drüber kommt, oder nur so ein Loch, wo man außen rumgehen kann? Es sind 4 Stufen rausgefallen. Das heißt, theoretisch könnte man noch weitergehen. Man müsste aber springen. Also einfach so einen leichten Schritt machen geht nicht. Wie stabil sehen die Stufen oben drüber aus? Sie sehen nicht so zerbröcklich aus wie die Stufen davor, die runtergefallen sind. Okay, aber ich bin schwer. Laszlo, willst du vielleicht vorspringen und schauen, ob die Stufen halten? Ich bin noch nicht mal die Treppe hochgelaufen. Ich gucke erstmal nach, ob es den Ludwig gut geht. Ludwig, alles gut bei dir? Ist alles gut bei mir? Dir tut es an mehreren Stellen weh, aber dein Bein ist wirklich schon stärker verletzt. Also einfach so wieder loslaufen,
Geht nicht aufstehen? Sowieso schon, weil eine Stufe auf deinem Bein liegt. Du musstest erstmal diese Stufe wegrollen oder wegheben. Aber du selbst hast nicht die Kraft dazu. Laszlo, kannst du die Stufe nehmen, die auf meinem Bein liegt? Ich weiß nicht, kann ich das? Ich weiß nicht, ob du es versuchen. Probier's mal. Dann probier ich's mal. Gregor, komm mal runter, wir brauchen Hilfe. Du müsstest auf Handeln Sport werfen. Ja, ich will erstmal warten, dass Gregor runterkommt. Ich glaube, er kann das eher als ich. Gregor! Ich seufze laut und komm dazu. Wir brauchen dann Hilfe, um die Stufe hochzuheben. Lass uns das zusammen machen. Kann ich auch auf Körperkraft statt Handeln Sport werfen? Nee, Handeln Sport ist der Wert, der primär dafür benutzt. Kann ich ihnen trotzdem helfen? Oder bin ich richtig down? Also, du kannst nicht mit hochheben oder so. Also, wenn du eine Erklärung hast, was du sinnvollerweise machen könntest. Ich könnte die ja wenigstens so zur Seite drücken. Können sie uns anfeuern? Gibt es irgendwo so Eisenstangen? Antrommeln. Eisenstangen oder so, die man, wo man mit Hebelwirkung unterstützen kann? Du siehst eine Eisenstange in der Nähe, ja. Ja, kann ich die dazu nehmen? Und ein paar Steinbrocken. Kannst du gerne nehmen, ja. Gregor, gib mir die Eisenstange, damit kann ich trommeln. Ich ignoriere das und setze die Eisenstange mit einer möglichst großen Hebelwirkung an. Okay, dann bekommst du nochmal 3 Punkte dazu. Handel Sport. Laszlo, wollen wir anpacken? Ja, lass loslegen. Zähl runter. 3, 2, 1. 8. Ich hab 3. Was hast du für einen Wert? Lasse? 8. Ich hab 11. Nicht gewürfelt, sondern... Ja, 8. Okay, und was hast du gewürfelt? 8. Okay. Ja gut, also ihr schafft es mit Leichtigkeit, diesen Stein wieder hochzuheben. Ludwig kann sich befreien, aber sein Bein ist stark verletzt. Also er hat eine große Wunde dort, die auch versorgt werden müsste. Ja, der passt schon. Wir müssen mies. Hoch. Haben wir die Stofffetzen dabei? Nee. Ihr habt nur die Kleidung, die ihr bei euch tragt. Ihr habt keine Stofffetzen mitgebracht. Zähne zusammenbeißen, wenn ich es geschafft habe, 10 Minuten mit einer Schusswunde rumzulaufen, dann wirst du es auch schaffen. Ich habe dich aber verbunden irgendwann. Nachdem ich ohnmächtig gefallen bin. Ja, besser als nix. Ich ziehe mein T-Shirt aus und versuche ihn damit zu verbinden. Ja. Ich habe eine muskulöse Brust, aber einen fetten Bauch. Wohlgenährt. Okay. Also kräftig in beiderlei Hinsicht. Was hast du für einen Intelligenzwert? 6. Also, wäre der hoch genug gewesen, hätte ich gesagt, du hättest was von Ludwig lernen können, aber würfel einfach mal auf Handeln, ob du es schaffst. Wieso mache ich das nicht eigentlich? Ich habe Erste Hilfe und ich habe Höhe. Als ob du auch Erste Hilfe hast. Ja, ich habe Erste Hilfe. Also ich habe nur 12 gewürfelt. Das ist 5 drüber. Also du bindest so schön an Ludwigs Bein herum. Das sieht auch von außen super professionell aus. Und dann hebst du auf einmal so deine Hände hoch und du hast das Tuch einfach an deinem Arm festgemacht, anstatt an dem Bein. Okay, Laszlo? Ja. Kannst du das besser? Wahrscheinlich, ist aber auch nicht besonders schwer. Ich drück sie mal einfach mal in der Hand und schau auf den Boden. Kann ich das auch versuchen? Du kannst es versuchen, ja. So, was soll ich, worauf soll ich werfen? Auf Handeln und du kannst deine Erste Hilfe als. Handeln 13, Erste Hilfe das sind 17. Soll ich sogar kacken? 11. Perfekt. Okay, also du schaffst es einfach, das Bein zu verbinden. Es sieht genauso professionell aus wie bei Gregor. Nur, dass in dem Moment, als du deine Hände hochhebst, es nicht an deinem Arm festgemacht wurde, sondern wirklich an Ludwigs Bein. Okay, dann stützt mich und wir gehen weiter. Gregor, mach du das. Ich gehe vor. Ja, aber wie? Wir müssen springen. Wirf mich. Das erinnert mich gerade richtig an Herr der Ringe. Okay. Wollt ihr Ludwig werfen? Geht das? Jetzt mal rein von der... Wie stark ist Gregor? Also ich habe Körperkraft 11 und tatsächlich Körperkraft 9.
Also ich bin 1,60 groß und ich bin dünn. Ich denke, wenn er viel Kraft zusammenpackt, könnte er es schaffen. Theoretisch, ja. Wird nicht gut gehen, mach das nicht. Wie soll ich denn sonst darüber kommen? Okay, mach das. Ich sehe nicht mal. Okay, wirf mich. Okay, dann versuche ich mal dich zu werfen. Okay. Ja, 6, hab's geschafft. Okay, also du wirfst Ludwig rüber. Es funktioniert auch so einigermaßen. Also er landet etwas unangenehm auf den Stufen vor sich, aber kann sich festhalten und fällt nicht irgendwie nochmal runter oder so. Okay. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat. Dann springe ich hinterher. Okay, das schaffst du. Ja. Dann würde ich auch nochmal hinterher springen. Da würde ich auch sagen, dass du es schaffst. Wobei, ja, vielleicht wirst du... Nein, Spaß. Okay, also ihr schafft es beide. Als ihr oben ankommt, bemerken euch gerade die beiden Wachen, die zuvor auf das Schlachtfeld geschossen haben. Um sie herum stehen Granaten, Panzerfäuste und weitere Waffen. Sie selbst haben Gewehre in den Händen. Du willst gerade losschießen und bemerkst, dass du gar kein Magazin in der Waffe hattest. Und das war ein Warnschuss! Es könnte also so enden wie bei Big Dennis.